Nacht ist heute von der Schule nicht nach Hause gekommen. Da habe ich ihre beste Freundin Jana angerufen. Ja und, wusste die was? Isabel war gar nicht in der Schule. Sie ist schon heute Morgen zum Treffpunkt nicht erschienen. Die beiden rannten immer gemeinsam zur Schule. Jana dachte, Isa sei krank und ist alleine los. Hat sie vielleicht Probleme? Also ich meine in der Schule oder mit Freunden? Nein, zurzeit überhaupt nicht. Bis vor einem halben Jahr war sie ziemlich schlecht, aber mittlerweile hat sie fast nur noch Zweien. War denn heute Morgen irgendwas anders? Ist ihm was aufgefallen oder fehlen persönliche Sachen ihrer Tochter? Nein, es war eigentlich alles wie immer. Isabel, Isabel, darf nichts passiert sein. Ja, jetzt machen Sie sich erstmal keine großen Sorgen. Ihre Tochter ist 16 Jahre alt. Vielleicht hat sie einfach nur geschwänzt. Oder vielleicht ist sie bei ihrem Freund. Isa hat noch nie die Schule geschwänzt. Dein Freund hat sie gar nicht. Sie sind Polizisten, richtig? Ich weiß, wo Isabel ist. Er hat sie. Sie müssen sofort mitkommen. Bitte. Das ist mein Mann. Wo warst du? Ja, bei ihm. Okay, jetzt mal ganz ruhig. Von wem sprechen Sie damit? Hier in der Siedlung wohnt einer, der schon mal ein Mädchen sexuell belästigt hat. Dieter Lübke heißt das Schwein. Der hat damals auch eine 16-Jährige vergewaltigt. Ja, gibt's denn jetzt irgendwelche Anhaltspunkte darauf, dass er mit dem Verschwinden ihrer Tochter was zu tun hat? Ich wollte das aus ihm rausquetschen, aber das feige Schwein macht noch nicht mal die Tür auf. Deswegen müssen Sie was unternehmen. Kommen Sie, ich führe Sie hin. Okay, Sie haben das schon gesagt. Wir werden etwas tun. Können Sie uns die Adresse geben? Der wohnt hier in der Siedlung, Haus Nummer 20. Ich führe Sie gerne. Nein, bleiben Sie hier. Vielleicht ruft Ihre Tochter her an. Wir machen das. Es geht um Isabel Hofling. Die kennen Sie doch. Natürlich. Das Mädchen wohnt hier in der Straße. Sie ist seit heute Morgen verschwunden. Ja. Und der Vater meint, dass Sie vielleicht was damit zu tun haben. Wie bitte? Wird das denn nie aufhören? Was genau meinen Sie? Ich war früher Lehrer. Vor 4 Jahren hat eine Schülerin von mir behauptet, ich hätte sie sexuell belästigt. Und, haben Sie? Natürlich nicht! Hier. Hier können Sie die ganzen Lügen nachlesen. Sie haben die ganzen Artikel aufbewahrt. Finde ich aber schon ein bisschen merkwürdig. Ich habe sie ausgeschnitten, weil ich dachte, ich könnte sie brauchen, wenn ich zum Anwalt gehe. Die Presse hat mich total fertig gemacht. Wie ist die Geschichte denn damals ausgegangen? Ihre Kollegen konnten mir damals nichts nachweisen. Weil ich nichts getan habe. Und dieses verlogene Mädchen hat ihre Aussage dann zurückgezogen. Aber darüber hat die Presse natürlich nicht berichtet. Wie auch immer, es geht hier und heute um Isabel Hofling. Kannten Sie sie besser? Ich habe ihr Nachhilfe gegeben. Umsonst. Ihr Vater durfte nichts davon mitbekommen. Dem war ich ja sowieso schon immer ein Dorn im Auge. Und ja, ich verstehe mich gut mit ihr. Und wie gut? Hören Sie. Isabel leidet sehr unter den Streitereien ihrer Eltern. Der Vater ist ein Choleriker. Sie ist lediglich manchmal zu mir gekommen, um sich ihr Herz auszuschütten. Das ist schon alles. Warum streiten die Eltern sich? Die wollen sich trennen. Es ist doch schon merkwürdig, dass sich ein Mann ihren Alters um die Sorgen eines Mädchens kümmert, oder? Ich bin Lehrer. Hören Sie. Durch Sie konnte ich wenigstens ein bisschen in meinem alten Beruf wieder arbeiten. Wann haben Sie das Mädchen das letzte Mal gesehen? Vor 2 Tagen. War's das? Das war's erstmal. Wir melden uns, Herr Lübke. Wiedersehen. Sind Sie von der Polizei? Martin hat mir schon erzählt, dass ich jetzt hier ermitteln. Ach ja? Sie kennen den Vater des Mädchens? Ja, arme Isabel. Aber das musste ja mal passieren. Was meinst du denn damit? Na, der hat sich doch schon mal an einem Mädchen vergriffen. Und ich habe dem Martin noch gesagt, dass dieser Perverse sich seit Monaten an seine Isabel ranmacht. Und das wissen Sie woher? Die haben doch oft hier vor ihrem Haus sich unterhalten. Das habe ich selber gesehen. Na, der kann was erleben. Sie werden hier gar nichts unternehmen. Und jetzt würde ich Ihnen raten, nach Hause zu gehen, bevor Sie sich noch erkälten hier. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, Frau Krumm, wäre wirklich prima.
Also die Anschuldigungen gegen Lübcke haben sich als haltlos erwiesen. Er wurde nicht verurteilt. Und das Mädchen hat die Anzeige damals zurückgezogen. Ja, das heißt aber nichts. Das könnte sie auch aus Angst vor ihm gemacht haben. Mhm. Morgen. Gibt's schon was Neues? Morgen. Nee, die Fahndung läuft, aber immer noch keine Spur von dem Mädchen. Die Handyortung hat nichts ergeben und ihre Mitschülerinnen wissen auch nichts. Die beste Freundin des Mädchens kommt nachher vorbei. Ich habe gerade mit ihrer Mutter telefoniert. Vielleicht hat die noch ein paar brauchbare Hinweise. Und wenn sie wirklich abgehauen ist? Vielleicht hat sie ja doch einen Freund und ist bei dem. Ich würde es mir wünschen. Rizka 11? Sie müssen sofort kommen. Der ist am Durchdrehen hier. Herr Lübcke, ganz ruhig, was ist denn los? Isabels Vater randaliert vor meiner Tür. Okay, wir sind sofort da, ja? Bis gleich. Rastet der jetzt völlig aus, oder was? Hey! Gehen Sie weg von der Tür, kommen Sie! Was denn? Mensch nochmal! Er hat doch recht! Ja! Gehen Sie mal nach Hause! Zu ihm darf ich überhaupt nichts sagen! Der Herr möchte seine Personalien abgeben. Was soll denn das? Dieses Schwein hat schon mal ein Mädchen vergewaltigt. Jetzt hat er meine Tochter verschleppt. Dafür gibt es keine Beweise. Und wir wissen nicht sicher, ob er was mit dem Verschwinden ihrer Tochter zu tun hat. Soll Isabel allen Ernst darauf warten, dass Sie endlich Beweise finden? Wer weiß, dass diese Bestie wieder angestellt hat? Wir werden Ihre Tochter finden. Haben Sie das verstanden? Das überlassen Sie schön uns. Okay. Sie beruhigen sich jetzt, ja. Würden Sie sich in meiner Situation beruhigen? Herr Lübcke, Sie können die Tür jetzt aufmachen, Rizia. Martin, um Gottes Willen. Das bringt uns Isabel doch auch nicht zurück. Herr Lübcke, alles okay? Wollen Sie eine Anzeige erstatten wegen Hausfriedensbruch? Ich will nur meine Ruhe haben. Jetzt passiert mir das Gleiche nochmal wie vor 4 Jahren. Wissen Sie, durch die Liebe einer 16-Jährigen habe ich damals alles verloren. Und dabei habe ich noch nicht mal etwas getan. Warum haben Sie sich damals nicht einfach versetzen lassen? Warum haben Sie nicht woanders einfach neu angefangen? Einfach. Wenn das mal so einfach wäre. Keiner wollte mich. Nach dieser Geschichte, da haben mir doch alle misstraut. Die Eltern, Schüler, Kollegen. Nee, so konnte ich nicht weiterarbeiten. Ich habe schließlich dann gekündigt. Was ist mit Ihrer Familie? Sogar meine Frau hat den Gerüchten geglaubt. Hat sich dann von mir getrennt. Das Haus hier, das habe ich von meinen Eltern geerbt. Das ist alles, was ich noch habe. Und das Arbeitslosengeld. Ja. Was meinen Sie, warum hat das Mädchen damals gelogen? Weil sie in mich verliebt war. Das war eine Schülerin von mir. Ich habe sie natürlich zurückgewiesen. Ich habe mit dem Mädchen nichts gehabt. Und auch Isabel habe ich nichts getan. Durchsuchen Sie doch alles. Ich habe wirklich nichts zu verbergen. Ich kann mich überall umsehen, ja? Ja, bitte. Und wenn er unsere Tochter entführt hat, wenn er sie irgendwo in einem dunklen Keller noch gefangen hält und foltert, ich musste irgendwas unternehmen. Martin, das hat auch gar nichts gebracht. Das ist genau der Grund, warum ich es mit dir nicht mehr aushalte. Du denkst einfach nicht nach, nie. So. Du hältst es nicht mehr mit dem Laus, warst du schon beim Scheidungsanwalt. Du musst es ja nicht mehr lange anbauen. Sie beide sollten sich jetzt mal ein bisschen zusammenreißen und an Ihre Tochter denken. Seien Sie froh, dass wir gekommen sind. Nicht, dass Sie irgendeine Dummheit gemacht hätten. Sie verstehen mich nicht? Haben Sie keine Kinder? Mein Kind ist verschleppt worden und da wohnt einer, der kleine Mädchen vergewaltigt. Das sind Gerüchte. Das glauben Sie. Ich weiß, dass Sie Isabel gefangen hält und ich werde es beweisen. Das werden Sie nicht tun. Sie gehen jetzt nach Hause und halten die Füße still. Da haben Sie noch mal Glück gehabt, Herr Hofling. Herr Lübcke verzichtet auf die Erstattung einer Anzeige. Ich habe mich übrigens im Haus noch mal umgesehen und überhaupt keine Hinweise darauf gefunden, dass er ihre Tochter versteckt hält. Hoffentlich beruhigt er sich. Glauben Sie auch, dass Herr Lübcke was damit zu tun hat? Ich weiß es nicht. Sie hatte doch überhaupt gar keinen Kontakt zu ihm. Naja. Sie wussten anscheinend nicht, dass ihre Tochter bei Herrn Lübcke zur Nachhilfe war. Nein, das wusste ich nicht. Oh Gott. Aber das heißt ja,
Das heißt ja, dass die bei ihm im Haus gewesen ist. Ja gut, aber das heißt ja nicht zwingend, dass er auch irgendwas mit der Sache zu tun hat. Wissen Sie sonst irgendwas anderes? Nein. Die Fahndung läuft, die Handyortung auch. Aber sobald wir irgendwas Neues wissen, rufen wir sie sofort an. Ja?